Ja, hallo wieder. Jetzt gibt es wieder eine kleine Kombination von für sich genommen einfachen 3D-Figuren, die aber in der Abfolge ein ganz schönes dynamisches Gesamtbild ergeben. Das habe ich heute noch gesehen in einem Video von Jamie Robertson. Also da sind wir in guter Gesellschaft, wenn wir das hinkriegen. Und ja, das Ganze wird, wenn man das kann, auch sehr dynamisch. Ich zeige das jetzt erst einmal langsam. Das Ganze heißt Jamies Ecke, weil man dabei um eine Ecke fliegt. Das heißt, es geht jetzt erstmal gerade weg. Man kann sich aber auch so ein bisschen hier an der Landebahn orientieren. Da wollen wir gleich auf diese Linie der Landebahn draufkommen. Man fliegt frontal auf sich zu. Dann gibt es gleich einen halben Rollflip. Und vorwärts, Rücken vorwärts geht es um die Ecke. Dann wieder auf vorwärts drehen und einen halben Pyroflip vorwärts. Da ist er. Von dem aus kann man dann in einen Aufschwung mit Gegenloop oder ohne. Das ist eine ganz schöne Sache. Bei dem halben Pyroflip vorwärts kann man aufpassen, dass man mit einer leichten Vorwärtslage rauskommt, sodass man Pitch direkt umsetzen kann in weitere Vorwärtsfahrt. Dadurch wird das Ganze sehr schnell. Hier das Ganze jetzt nochmal etwas flotter. Also einfach mit mehr Pitch. Ja. Ist ja auch ein bisschen knapp. Hier ist auch der angesprochene Gegenloop. Und ja, was man dabei noch schön beachten kann, ist, dass man aufpasst, wirklich genau gerade auf sich zuzufliegen und auch genau gerade entlang dieser Landebahn oder einer anderen gedachten Linie auf dem Flugplatz rauszukommen. Das wäre schön. Das wäre dann auch das, was wir wollen an Präzision. Bis zum nächsten Mal.